Ich bin am 1.12.1944 in Breslau geboren und dort genau genommen nur 6-7 Wochen habe ich dort verbracht. Und am 22. Januar 1945 musste meine Mutter mit ihrer Mutter per Zug Breslau verlassen, weil Breslau zur Festung erklärt wurde und die Einwohner aufgefordert waren, Breslau zu verlassen. Das heißt, genau genommen war das schon eine Vertreibung, aber eine Vertreibung durch Deutsche, durch die Anordnung des Gauleiters Hanke. Wir sind am 22. nach Richtung Westen mit dem Zug und haben für die Strecke von Breslau nach Görlitz, das sind etwas mehr als 200 Kilometer, 16 Stunden gebraucht. Und was besonders beeindruckend ist, ist ein Brief meiner Mutter, den sie im Jahre 1946 geschrieben hat, nach der Flucht aus Breslau bis zur Ankunft in einem kleinen Dorf in der Nähe von Gießen, Kroffdorf, in dessen Nähe mein Vater mit seiner Einheit untergebracht war. Kroffdorf, den 31. Juli 1946. Meine Lieben, trotzdem wir euren neuen Wohnort noch nicht wissen, will ich doch heute einen ausführlichen Brief an euch schreiben, da ich gerade Gelegenheit habe, eine Maschine zu benutzen. Am besten, ich fange ganz von Anfang an, damit ihr mal über alles Bescheid wisst. Als im Januar 1945 Breslau geräumt werden musste, fuhren Mama, Joachim und ich zusammen am 22. Januar 1945 los. Nach 16 Stunden Bahnfahrt kamen wir um 24 Uhr in Görlitz an. Da wir an diesem Abend nicht mehr weiter konnten, übernachteten wir in einem Hotel. So sind wir denn am 13. Februar 1945 frühmorgens um 5 Uhr gestartet. Vor der Fahrt graute uns maßlos. Wir wussten, wie überfüllt die Züge waren und wie schwierig es war, überhaupt mitzukommen. Dazu mussten wir 6-mal umsteigen und außerdem waren im Westen doch dauernd die Alarme und Angriffe. Für Erwachsene war es schon schwierig, die Fahrt zu wagen, um wie viel mehr noch für den kleinen Joachim, der inzwischen 10 Wochen alt geworden war. Wir hatten doch keinen Kinderwagen, sondern nur einen kleinen offenen Sportwagen. Der Kleine wurde also in Decken gewickelt und so ging es los. In Dresden-Leipzig war die Hölle los. Dort lagen die Menschen tagelang auf den Bahnhöfen, ohne mit einem Zug mitzukommen. Dazu die Alarme, es muss fürchterlich gewesen sein. So hatten wir noch viel Glück. In der Nacht um 24 Uhr waren wir dann in Halle, erlebten dort einen Fliegeralarm und fuhren mit dem ersten Zug nach Sangershausen. Dort mussten wir mittags umsteigen und fuhren im Packwagen bis nach Bebra, wo wir abends um 20 Uhr eintrafen. Das erste Mal seit 2 Tagen aßen wir hier einen Teller warme Suppe. An und für sich wollten wir in Bebra übernachten, aber da ein Fliegeralarm den anderen jagte, zogen wir es vor, gleich mit dem ersten Zug um 4 Uhr weiterzufahren. Im Juli 1945 kamen auch Bertha und Paul Exner aus Wiesbaden zu Besuch, sich den Enkel endlich einmal anzusehen. Der Kleine wurde hier in der Dorfkirche in ihrem Beisein getauft. Jetzt fehlte nur noch unser Papa und Adolf Exner. Anfang August kam Bertha wieder zu uns. Und was denkt ihr, was sie mitbrachte? Einen Brief von unserem Papa, den er durch die Reichsbahn auf dem Dienstweg nach Wiesbaden geschickt hatte. Da doch noch keine Post ging, brachte Bertha ihn persönlich herauf. So erfuhren wir denn, dass Papa noch im April durch Artillerie, Granatsplitterdurchschuss am Oberschenkel, schwer verletzt worden war. Am 8. September 1945 war dann Papa bei uns. In Gießen war Max inzwischen bei der Reichsbahn angestellt worden und Papa rief ihn an. So brachte Max den Papa von Gießen hier nach Kroffdorf. Nun waren wir alle zusammen. Zuerst lebten wir alle in einem Zimmer und erst später war es uns möglich, getrennt nach Familien zu ziehen. Im November war es dann soweit. Papa und Mama hatten ein Zimmer, Erika und Max auch und wir drei haben sogar Zimmer und Küche. Am 25. August 1945, gerade an meinem Geburtstag, kam Bertha zu uns und brachte Adolf mit, der aus russischer Gefangenschaft entlassen war.
Wie aber war der kleine Kerl wiedergekommen? Kaum 18 Jahre und hatte den rechten Arm ab. Wir waren alle schwer erschüttert. Außerdem hatte er noch eine große Hüftwunde und noch 5 weitere kleine Verletzungen. Der Verlust unserer ganzen Habe hat uns allen ja sehr zugesetzt. Wir fangen nun ganz klein und bescheiden wieder an, und wie schwer das in der heutigen Zeit ist, könnt ihr euch ja denken und werdet es auch selbst wissen. So, jetzt habe ich aber wohl genug erzählt. Kann nicht einer von euch auch mal solch einen Bericht machen? Ich war ein paar Wochen alt, als wir in Kroffdorf ankamen. Dort haben wir, das habe ich nicht gemerkt, aber ich habe die Leute alle noch kennengelernt, bei denen wir untergekommen sind. Natürlich zunächst nur ein Zimmer ohne ein Möbelstück, dass man, wir haben uns dann irgendwo einen Tisch und Stühle und ein Bett geliehen. Und dann sind wir nochmal umgezogen und sind schließlich gelandet im Forsthaus. Im Forsthaus Kroffdorf-Kleiberg. Da habe ich insofern gute Erinnerungen dran, weil das war ja die Nachkriegszeit und die Amerikaner kamen immer zum Jagen. Der Förster hat sie also auf die Jagd begleitet und brachten immer Kaugummis, Schokolade und alles Köstlichkeiten mit. Und ich kriegte da auch was ab. Das war allerdings für den Sohn des Försters gedacht und da hat mir meine Mutter das wieder abgenommen. Das war nicht für dich. Großes Geheule. Aber der Försterjunge hat mir dann ein Kaugummi abgegeben. Das war eine Köstlichkeit, Kaugummi. Ja, so habe ich die ersten 6 Lebensjahre in dem Dorf verbracht. Also ich bin dort noch eingeschult worden. Und dann bekam mein Vater eine Stelle bei der Firma Kalle in Wiesbaden. Und so sind wir dann 1950 nach Wiesbaden-Biebrig gezogen. Mein Vater ist ja gebürtiger Wiesbadener und bin dann hier weiter zur Schule gegangen. Meine Eltern haben sich ein Jahr später getrennt und so bin ich dann mit meinen beiden Geschwistern bei meiner alleinerziehenden Mutter in Biebrig groß geworden. Und die erste Zeit war nicht so besonders schön, weil wir waren die Flüchtlinge. Es ist ja nicht so, dass die hier mit großer Begeisterung begrüßt wurden, weil die Flüchtlinge mussten auch einquartiert werden. Und Wiesbaden hatte bei Kriegsende 110.000 Einwohner und 2 Jahre später über 180.000. Naja, wir hatten das Glück, wir konnten hier eine Wohnung in Biebrig in der Bunsenstraße, in der ich aufgewachsen bin, Fußball gespielt habe, auf der Straße. Es gab noch das Eisenbahndepot, der Straßenbahn drin. Und ich habe mit einem späteren Fußballnationalspieler regelmäßig gespielt, dem Jürgen Grabowski. Der sich heute noch daran erinnert, in der Schulmannschaft spielten wir gemeinsam. Ich war im Tor und wir hatten ja nichts. Keine Fußballschuhe, keinen Trainingsanzug oder sowas. Ich stand mit einem Lodenmantel im Tor. Der hatte den Vorteil, ich konnte nicht getunnelt werden. Der Ball ging nicht zwischen den Beinen durch, da unten war ja noch der Mantel. Ja, ich wurde auch immer auf dem Schulweg gehänselt durch einen Nachbarjungen, der zweimal hängen geblieben war und entsprechend größer war. Dann gab es immer so hin und her. Und dann die anderen Klassenkameraden immer drumherum und haben geguckt. Und ich habe einmal so eine Wut gekriegt, dass ich einfach zugeschlagen habe. Als erster Mal. Und da ging er K.O. Und damit war ich der König. War Ruhe, keiner hat sich mehr mit mir angelegt. Und dann wollte ich eigentlich Kaufmann werden. Und am Ende hatte ich jedenfalls den Lehrvertrag. Und dann hat der Professor, dessen Name mir entfallen ist, der diese Prüfungen machte, meine Mutter gerufen und hat ihr gesagt, also sie soll mich nur nicht kaufen, mich lernen lassen, sondern weiter zur Schule schicken. Das wäre das Ergebnis seines Tests. Und dann hat die gefragt, ja, wie geht das? Ja, sagt er, da gibt es in Hessen die Möglichkeit, aufs Gymnasium zu gehen nach einer Prüfung. Da wurde ich angemeldet, 200 Prüflinge, 20 haben sie genommen und da war ich dabei. Und so habe ich dann mein Abitur in Wiesbaden gemacht. Und dann
wollte ich eigentlich studieren, wollte Lehrer werden, aber es kam das Militär dazwischen. Ich weiß also, in der Zeit habe ich sehr, sehr viel gelernt an, ja, an Menschenführung, an Organisation. Hat mir später sehr viel geholfen. Und nach dem Militär habe ich in Mainz studiert, hatte mein Examen und hatte aber schon vor dem Examen, war 72 die Kommunalwahl, die die SPD mit absoluter Mehrheit gewonnen hatte. Ich war stellvertretender Fraktionsvorsitzender und habe dann angefangen, nach dem Examen beim Deutschen Mieterbund, also beim Mieterschutzverein Wiesbaden, als Geschäftsführer. Und als ich 3 Jahre später ging, hatte er 6.500. Und wir hatten eine ganze Reihe von Spekulationsobjekten in Wiesbaden aufgedeckt und verhindert, dass sie weiter solche waren. War eine sehr befriedigende Zeit. Nur war es für mich dann irgendwann zu viel. Fraktionsvorsitzender und Geschäftsführer, das geht schlecht. Und so wurde ich dann hauptamtlich Geschäftsführer der Fraktion und gleichzeitig ihr Vorsitzender. So, ich habe dann Breslau mit dem Kopf, Verstand und Augen erst wieder gesehen im Jahre 1987, genau genommen im Januar 1987. In der Zwischenzeit habe ich natürlich viel über meine Geburtsstadt erfahren, weil meine Eltern, meine Tante und mein Onkel, die auch Mitglied der Landsmannschaft der Schlesier gewesen sind, die auch regelmäßig an den Schlesier-Treffen teilgenommen haben. In erster Linie nicht, um irgendwelchen Reden zuzuhören, sondern in der Hoffnung, Freunde, Verwandte, Kollegen zu finden, weil man ja nach dem Krieg in alle Himmelsrichtungen verteilt war. Es gab ja halt keine Möglichkeit, also für mich keine Möglichkeit, zunächst die Stadt zu besuchen. Und das hat sich erst geändert im Herbst des Jahres 1984. Da feierte mein bester Freund Klaus Biebricher bei einem Griechen in der Frankenstraße seinen Geburtstag. Und zu Gast war ein Freund von ihm, Günter Schubert, damals vom ZDF in Warschau beschäftigt, lange Jahre mit guten Verbindungen zur polnischen Regierung. Und er fragte mich an dem Abend, ich sei doch in Breslau geboren, warum wir eigentlich keine Partnerschaft in Polen hätten. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das ist eigentlich eine gute Idee. Sollte ich im nächsten Frühjahr, da waren dann die Wahlen, zum Oberbürgermeister gewählt werden, dann ist das so ziemlich das Erste, was ich anpacken werde. Der Anfang war etwas holprig, weil die Polen in dem Moment, als sie hörten, dass ich in Breslau geboren bin, fürchteten, dass ich einer von denen sei, die heim ins Reich alles wieder. Und ich habe ihnen aber dann erklärt, also wenn ich als in dem Falle Westdeutscher Oberbürgermeister eine internationale Städtepartnerschaft begründe, dann sei das doch mehr Anerkennung als jeder Vertrag, den man sonst irgendwo schließt. Und das hat dann mindestens dazu geführt, dass man bereit war, mit uns darüber zu reden. Wir haben auch natürlich einen Vertragsentwurf fabriziert und versucht, da Übereinstimmung zu finden. Bei dem Vertragsentwurf haben wir uns in den Vorbemerkungen, die da immer so grundsätzlich vorausgeschickt werden, ehe es um die konkreten Vorhaben in Wiesbaden ging, eng am deutsch-polnischen Vertrag orientiert, weil das ein Vertrag ist, den beide Staaten unterschrieben haben. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich eine Grundlage, auf der man auch eine Städtepartnerschaft beschließen könnte. Ja, und dann ging es nach Breslau. Da war ich natürlich sehr gespannt, weil ich kannte Breslau aus den Büchern, Bildern, die Breslau zeigte in der Zeit vor 1945.
Und als ich ankam, war ich einigermaßen überrascht, weil Russland war ja zum größten Teil zerstört, insbesondere die Innenstadt. Aber man sah gar nichts davon. Also in den Außenbezirken schon, da war noch viel noch nicht wieder aufgebaut. Aber ansonsten sah die Stadt so aus und sieht heute noch so aus, wie ich sie aus den Bildern der Bücher mit Breslau vor 1945 kannte. Und das lag daran, dass die Polen die Stadt nach alten Plänen wieder aufgebaut haben. Trotzdem hatte ich ein etwas mulmiges Gefühl, als ich dann ins Rathaus kam. Ich wusste, dass der Bürgermeister, der Stefan Skonski, der dort Stadtpräsident heißt, dass er seine ganze Familie, also nicht nur Vater, Mutter, auch Tanten, Brüder, komplett in Auschwitz verloren hatte. Und das für ihn wohl die erste Begegnung auch wieder mit einem deutschen Repräsentanten war. Deswegen, wir haben 4 Stunden bei ihm im Besprechungszimmer gesessen. Und umso länger es dauerte, umso partnerschaftlicher wurde das. Und der Skonski hat mich auch unheimlich beeindruckt. Und wir waren uns am Ende des Gesprächs, nach 4 Stunden, ja, haben wir auch ein paar Wodka getrunken und waren uns eigentlich einig, dass das ein Weg ist, den wir gemeinsam gehen könnten. Ja, und dann ging es darum, den Vertrag abschließend und offiziell zu verhandeln. Und das wurde dann eine sehr spannende Angelegenheit, weil die Polen kamen mit einer sehr hochwertigen Delegation, also mit dem Stadtpräsidenten, mit dem Wojewoden, das ist sowas ähnlich wie ein Landrat der Region Breslau, Wrocław, und mit dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten. Und wir Wiesbadener waren natürlich vertreten mit allen im Parlament vertretenen Fraktionen. Es waren permanent irgendwelche Leute am Telefonieren. Frau Dr. Funke Schmidt-Rink für die FDP hatte mehrfach den Minister des Auswärtigen oder das Ministerium mit Herrn Genscher im Apparat. Auch die Polen hatten ständigen Kontakt zu Warschau. Und der Vertrag war eigentlich, er war ja nicht sehr lang, der hatte 3-4 Seiten. Und es war eigentlich alles, was da zu diskutieren war, einvernehmlich, bis auf eine Geschichte. Es stand nämlich im Text Städtepartnerschaft zwischen Wiesbaden und Wrocław. So wie die Stadt nun mal heute heißt. Und Vertreter von FDP und CDU bestanden darauf, dass es Breslau heißen muss. Das war für die Polen nicht akzeptabel. Also, sie haben gesagt, unsere Stadt heißt Wrocław. Um dieses Problem zu lösen, habe ich dann die Sitzung im Pentach Hotel unterbrochen und habe gesagt, die Wiesbadener Seite bleibt hier. Die können sich dann untereinander verständigen, ob sie einen Weg des Kompromisses sehen. Die Polen waren waren eine Bierkneipe im Pentach Hotel. Da habe ich die Polen hingebeten. Und ich bin eigentlich dann auch da runtergegangen und habe den Herrn Rosenberg, den Leiter des Hauptamtes, der machte dann immer den Boten zwischen beiden Delegationen und habe ihnen dann vorgeschlagen, den Polen, wir könnten doch im deutschen Text eine Formulierung aufnehmen, Wrocław und dann in Klammern dahinter bis 1945 Breslau, Klammer zu.
Dazu mussten aber die Polen erstmal wieder mit Warschau telefonieren. Das dauerte eine Stunde. Und nach einer Stunde kam das Okay. Dann bin ich fröhlich wieder mit allen beiden zusammen, aber das hatte auf Wiesbadener Seite nicht alle überzeugt. Und so sind wir halt verblieben, dass es bei der Formulierung bleibt, Wurzwaff, Klammer auf, bis 1945, Breslau. Das war übrigens kein Einfall von mir, sondern ich war ein paar Tage vor den Verhandlungen bei der Mitgliederversammlung der Landsmannschaft der Schlesier. Und ich habe hier die schlesischen Mitteilungen. Da schreibt mir der Vorsitzende, dass er sich für den Besuch bedankt am vergangenen Sonnabend bei der Generalversammlung der Landsmannschaft Schlesien. Ich war sehr angenehm überrascht, mit welcher Welle von Zuneigung sie empfangen wurden. Und dann im Laufe ihrer Ausführung über den Wunsch einer Partnerschaft zwischen Wiesbaden und Breslau war kaum eine Gegnerschaft, eher einmütige Zustimmung zu erkennen, was sie dann auch beschlossen haben. Aber sie kamen natürlich auch auf die Frage, wie nennen wir denn Wrocław oder Breslau, und haben dann mir geschrieben, der Name Wrocław sei in der Bundesrepublik ja kaum bekannt, ob es nicht einen Weg gäbe, dass man schreibt Wrocław, früher Breslau. Und diese Anregung der Landsmannschaft habe ich dann aufgenommen. Sie wurde dann auch Teil des offiziellen Vertragstextes. Und ich habe in den Vorverhandlungen, also vor diesen Verhandlungen im Penta-Hotel, schon eine Delegation wieder mit diesem Minister für Auswärtige Angelegenheit, Herrn Skulski, gehabt und dazu den Vorsitzenden der Landsmannschaft, den Alfred Heinrich, dazu eingeladen. Das war beeindruckend. Beeindruckend deshalb, wir haben im Bobbeschenkelsche große Runde, polnische Delegation, wir, alles ein bisschen durcheinander gemischt. Und der begleitende Journalist aus Breslau sprach ausgezeichnet Deutsch und saß neben dem Alfred Heinrich. Und es hat, glaube ich, keine halbe Stunde gedauert. Da haben eigentlich nur noch die miteinander geredet, dann anschließend Brüderschaft getrunken. Und es war so, wie es eigentlich sein soll, wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen sich begegnet. Man ist neugierig aufeinander. Die spannendste Zeit war in der Tat bis zum 30. November 1987, als der Vertrag dann in Wiesbaden unterzeichnet wurde. Aber bis dahin hat sich eigentlich alles, was in der deutschen Politik Rang und Namen hat, in diese Frage mit gemischt bzw. Stellung bezogen. Für mich war besonders bedeutend der Richard von Weizsäcker, der ausdrücklich die Bestrebung, eine Partnerschaft zwischen einer ehemaligen deutschen Stadt und einer jetzt westdeutschen Landeshauptstadt ausdrücklich begrüßt hat. Von SPD-Seite Unterstützung von Willy Brandt und Jochen Vogel. Und eigentlich auch, ich habe lange mit Genscher darüber reden können. Das war schon wichtig. Dennoch hat der hessische Innenminister den Vertrag beanstandet mit auch Formulierungen. Also, dass es nicht Aufgabe einer Stadt sei, Außenpolitik oder sowas zu machen, wobei eindeutig ja geregelt ist,
auch gesetzlich geregelt ist, dass die Frage von Städtepartnerschaften ausschließlich von den Kommunen selber entschieden wird und von niemand anders. Er hat aber dann eine Formulierung gewählt, die war sehr hübsch. Sinngemäß etwa, er müsste es eigentlich beanstanden, er würde aber davon absehen aus übergeordneten Gesichtspunkten. Das ist rein juristisch eine wirklich bemerkenswerte Regel, hat uns aber damit quasi einen Freifahrtschein gegeben. Und das alles passierte wenige Tage vor der Unterzeichnung. Also die baten uns, die Unterzeichnung zu verschieben. Da waren aber die Breslauer Kollegen schon im Zug gesessen, um in Wiesbaden anzukommen. Da habe ich dem Innenminister gesagt, Sie können es auch dem Bundesinnenminister sagen oder dem Außenminister. Wir werden unterzeichnen. Das wäre ja ein Eklat, wenn die Delegationen anrufen, wir sagen, nee, wir können nicht, weil der Minister hat was dagegen. Das war für mich nicht vorstellbar. Und da die Mehrheit im Parlament gesichert war, habe ich dann gesagt, nee, wir unterzeichnen und schauen mal anschließend, was kommt. Was anschließend kam, war ein Gespräch Monate danach, im Nassauer Hof zwischen Gottfried Milde und mir. Ich habe hier den Vermerk noch. Die Gesprächsteilnehmer kommen überein, die Auseinandersetzung nicht auf die Spitze treiben zu wollen und deshalb einen Kompromiss zu suchen. Wir hätten zwar unterschiedliche Auffassungen, aber es müsste doch einen Weg geben. Das endet damit, im Übrigen vereinbaren beide Gesprächspartner zukünftig sich keine Briefe mehr zu schreiben, sondern vorher miteinander zu reden. Das war das Ergebnis nach dem dritten Glas Wein im Nassauer Hof. Und von da an war es unproblematisch. Vorher gab es noch eine Reihe von Versuchen, mit einer Leserbriefschlacht der Befürworter und Gegner. Sie sind für mich ein Verräter am deutschen Volk, schreibt mir ein Unternehmer aus Siegburg. Breslau ist eine deutsche Stadt und wird eine deutsche Stadt bleiben. Was heißt hier Partnerschaft? Deutsche Menschen sollen zusammenleben und das heißt, die Polen aus Schlesien, Ostpreußen und Pommern verschwinden und in ihre Heimat zurückkehren, und zwar nach Ostpolen, wo sie 1939 durch die Russen verdrängt wurden. Es ist für mich unglaublich, dass sie noch Oberbürgermeister in Wiesbaden sind. Man sollte sie abwählen und dann zum Teufel jagen. Davon gab es eine ganze Reihe ähnlichen, aber es gab auch andere. Ich finde diesen gemeinsamen Beschluss wunderbar und wünsche Ihnen, Herr Stadtpräsident Skomski und Herr Oberbürgermeister, alles Gute. Ich wünsche das Ihnen als Breslauer Bürger. Ich wurde 1931 in Breslau geboren, habe meine ersten 13 Lebensjahre in dieser Stadt verbracht. Am 3. Oktober 1987 konnte ich meine Heimatstadt nach 42 Jahren besuchen. Ich war schockiert darüber, wie diese Stadt 1945 gelitten hat. Man kann ihr die Wunden heute noch ansehen, obwohl die Wroclawer Bürger Unmögliches geleistet haben. In meinem Elternhaus wurde ich mit meiner Frau empfangen wie ein verlorener Bruder. Ob ich in meiner Schule war oder in der Kirche, überall strömte mir Liebe entgegen. Ich habe auch gemerkt, dass viele Menschen, mit denen ich sprach, Angst vor uns Deutschen haben, dass sie wieder weg müssen. Ich sage Ihnen, meine Herren, unsere Generation hat eine Rechnung der Generation unserer Eltern bezahlen müssen. Wir dürfen nicht bei 45 anfangen. Wir sollen das, was bis dahin geschah, nicht vergessen, egal ob Pole oder Deutsche. Dies muss für uns alle ein Fanal sein, dass wir Brüder und Schwester sind. Wenn ich über meine Herkunft gefragt war, dann lautet die Antwort, geboren in Breslau, deutsches Reit. Mein Zuhause ist Siegen in der Bundesrepublik. Meine Herren, ich bin stolz auf meine polnischen Freunde, ich bin stolz auf die Wroclawer Bürger. Wir alle werden alles tun, dass die Angst der polnischen Bürger und Bürgerinnen verschwindet. Sie haben den Ankern gewagt, wagen Sie mehr. Sie haben auch die Unterstützung der Breslauer, wie Sie die Unterstützung der Wroclawer haben. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, dass es mir und meiner Familie leid tut, was die Generation unserer Eltern ihrem Volk angetan hat. Wir und die Generation unserer Kinder wollen es besser, vernünftiger und liebevoller tun. Soweit der Brief. Und ich habe einen Teil davon aufgenommen, als ich in Breslau dann bei der Gegenproklamation war, habe ich meine Rede damit beschlossen, beendet, indem ich gesagt habe,
Ich bin geboren in Breslau, meine Heimat ist Wiesbaden und ich habe Freunde in Wrocław. Das ist es eigentlich. Naja. Und an die Unterzeichnung in Breslau, Wrocław, erinnere ich mich besonders deshalb, weil ich meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt habe, eine Reise nach Breslau. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo wir die Städtepartnerschaft offiziell auch in Breslau nochmal unterzeichnet haben. Und dann hat der Sohn des Stadtpräsidenten meine Mutter einen Tag lang durch Breslau geführt. Also ihre alte Schule stand noch, das Wohnhaus, das habe ich dann selber auch gesehen, nicht mehr, da steht jetzt ein modernes Gebäude. Die Klinik auf der Oderinsel, wo ich geboren wurde. Ja, das war für sie, kann ich mir ja vorstellen, dass sie ist 45 im Januar weg und kommt im Jahre 1988 dann das erste Mal wieder nach Breslau. Sie kam nach Breslau und sieht die ganzen Gebäude wieder. Und es war dann, wir sind nach Breslau gefahren, in einem Bus gemeinsam mit Vertretern der Industrie- und Handelskammern, mit Wiesbadener Künstlern der unterschiedlichsten Art, Straßenkünstler, Maler, und mussten dann an der Grenze in Görlitz anhalten. Und die kamen mit uns nicht zurecht, weil, was ist das, haben sie sich gefragt. Wir standen da über 2 Stunden, dann sind die Straßenkünstler ausgestiegen und haben mit so Keulen jongliert über den Schlagbaum hinweg. Auf der einen Seite stand eine, da eine. Die Volkspolizei war einigermaßen irritiert. Es dauerte relativ lang, bis sie das unterbunden haben. Und dann ein anderer Teil mit dem Herrn Schwarz, der war damals Fraktionsvorsitzender der FDP. Die haben unerlaubt die Transitstrecke verlassen und haben sich Görlitz angeschaut und kamen zurück und haben gesagt, Exner, das könnte unsere Partnerstadt werden. Die ist ja so schön. Das war eigentlich der Beginn dann der späteren Städtepartnerschaft mit Görlitz. Ja, das waren sehr aufregende, sehr aufwühlende Zeiten. Was wir wollten, dass sich ganz normale Menschen miteinander begegnen. Das ist verrückt geworden. Also vom Posaunenchor über Kirchenchöre, über Jugendclubs, Künstler, die Industrie- und Handelskammer, die Wirtschaftsunion haben eine Partnerschaft gemacht. So muss eigentlich Partnerschaft sein. Und mein Ziel war ja eigentlich, ich habe gesagt, wenn sich die Leute sich kennenlernen und eine persönliche Beziehung entwickeln, dann schießen sie nicht mehr aufeinander.